Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Und wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, ich stand hier. Hab hier ein bisschen gekämpft. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss Punkte machen. Nicht mehr viele, aber ein paar noch. Ich gehe mal hier rüber. Ich hole mir mal das Eisenerz hier. Und eigentlich wollte ich mir dann als nächstes den Waypoint dort oben holen. Denn auch Waypoints bringen Punkte, das wissen wir ja. Brauchen wir ja nicht lange drüber nachdenken. So, und jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich müsste dann noch was wir wegspeichern können, speichern wir mal weg. Was zu essen haben. Warum habe ich eigentlich nichts zu essen angemacht? Können wir das einer erklären? Material zerlegen werden wir auch mal demnächst machen müssen. Jetzt gehen wir auch mal hier rein. Und holen uns mal hier den Ausblick. Ich meine doch, da vorne war doch ein Ausblick, oder? Täusch mich. Das Schlimme ist, wenn du mal mit Guild Wars 2 angefangen hast zu spielen. Es gibt so viele Dinge, wo du sagst, ach, da war ich ja auch schon lange nicht mehr. Und hier, also zum Beispiel, war ich echt schon ewig nicht mehr. Also entweder gab es hier vorne irgendwie einen Veteran oder einen Ausblick oder gar nichts. Kann auch sein. Ich glaube, man kam auf jeden Fall auf die andere Seite. Und es kann sein, dass es dort hinten irgendwo... Ah, ich glaube, ich täusche mich. Ich glaube, der Ausblick war weiter hier oben irgendwo. Naja, gut. Es gibt ja auch ein paar Höhlen und Durchgänge. Hey. Do not touch me. Und lass meinen Hund in Ruhe. So, was war? Ja, das hast du jetzt davon. Hast du gedacht, du kommst hier so davon, ne? Jo, da können wir zugucken. Und dann können wir hier mal nebenbei. So. Es bringt halt alles Punkte, ne? Und wir brauchen Level 30, ihr wisst's. Wir sind gerade mal bei Level 27. Das muss also mehr werden. Aber ich weiß, dass es hier vorne ein Herzchen geben müsste. Und deswegen hole ich mir das gleich. Aber ich hole mir natürlich hier noch das Erz. Ich weiß gar nicht, was ist es denn? Silber? Na gut. Ja, Silber hole ich mir auch. Oh, Silber ist ja auch jetzt nichts, was man jetzt nicht doch gebrauchen könnte. Ich versuche ja möglichst auf viele Dinge zu verzichten. Ich werde da wahrscheinlich nicht umhinkommen. Also, ich meine, gerade bei den Materialien da, die kann ich ja... Ach Gott, bin ich blöd. Die kann ich ja nicht jetzt irgendwie sinnvoll trennen, sagen wir mal. Außer ich würde sie alle im Inventar lassen hier in dem... Aber das wäre ja völliger Unsinn. Aber ich versuche den zumindest auch berufstechnisch so weit zu bringen, dass er alle seine Sachen selber machen kann. Was natürlich die ganze Sache ein bisschen einschränkt. Ne? Also, ich habe mich jetzt halt irgendwie für einen Bogen entschieden. Dann bleiben wir jetzt auch dabei... Guck an. Was machst denn du hier? Trauma ab hier. Don't touch my Rüstung. So. Auch das Entdecken bringt natürlich Punkte. Das darf man echt nicht vergessen. Und ich gehe jetzt erstmal davor zum Waypoint. Denn auch der bringt, wenn ich mich recht entsinne, doch auch ein bisschen Punkte. Ne? So. Genau. So, was muss man eigentlich machen? Verdächtige Büsche untersuchen, nach Piraten Fallen entschärfen. Geizhals. Er müsste nur bezahlen. Dann hätten sie ihre undankbare Gürre. Und ich vermute auch den Piraten töten. Ja, so ist das im Leben. Und die
sehen ja schon cool aus, ne? Das muss man ja schon sagen. So. Aber für den Überblick ist es deutlich besser. Zählen die Waldspinnen eigentlich auch. Ja, zählen auch. Okay, also das Herzchen kriegen wir locker voll. Ohne große Anstrengung, sage ich mal. Und hier gab es auch, ich glaube, ein Event, ich bin mir nicht sicher, muss man das selber starten oder gibt es hier eine Möglichkeit, das zu starten? In Ruhe lassen, okay. Das ist also, könnte zu dem Event gehören. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und da oben gibt es auf jeden Fall noch einen Aussichtspunkt, den holen wir uns natürlich auch. Hey, sag mal. Hat die mich jetzt gerade angegriffen? Das ist ja unfassbar. So, das gibt's hier drin auf jeden Fall. Was sollen wir nur tun? Unsere arme kleine Mip da draußen bei diesen Vagabunden. Na. Keine Angst. Ich häng voll fest. Er wird sie unversehrt zurückholen. Ja, das ist ja super. Er ist teuer. Sauber machen hilft auch. Gab es nicht bei den Dienern auch irgendwelche Spione? Konnte man die nicht auch ansprechen? Achso, man löst sie tatsächlich nur aus. Na gut. Wir kriegen es hin. Vielleicht mal ohne auslösen. Fände ich super. Ah ja, geht. Ich bin bloß ein bisschen zu forsch angelaufen.